Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und ja, endlich ist es auch mal wieder soweit mit einem Gast-Replay, nachdem ihr jetzt genug von Ri und mir wahrscheinlich gesehen habt. Dementsprechend jetzt mit dem STI, gespielt von Dirty234. Ich bin schon sehr gespannt, was er hier auf Fjorde Los so geht's. schafft. Er ist nicht Top-Tier, aber im guten Mittelfeld mit seinem Tier 9. Und jetzt schauen wir mal zu, was er hier so treibt. Er fährt scheinbar direkt zum klassischen Heavy Spot, nehme ich mal so an. Gut zu sehen, im Gegnerteam nur drei schwere Panzer. Der R100, IS-7 und der IS-3. Ansonsten viele Mediums und auch viele TDs. Sehr spannend, also hier kann er dementsprechend, wenn es gut läuft, seine Stärke des Panzers auf jeden Fall ausspielen. Im Norden ist schon einiges los. Die Scouts sind offen, E50 ist offen, die Lorraine und der STB. Er fährt jetzt hier scheinbar alleine mit dem T-34 eben zum klassischen ich wollte schon Heavy Spawn sagen, das ist aber natürlich falsch, zum Heavy Punkt. Und verschanzt sich jetzt scheinbar. Gar nicht doof. Weil, wie gesagt, es ist gar nicht mit so viel Gegenwehr hier zu rechnen. Und man sieht, es ist ja schon sehr viel vom Gegner offen. Dementsprechend kann er jetzt erstmal hier warten. Muss auch nicht als Load, also als Mittier, sage ich jetzt mal, einfach den Konfrontation suchen. Macht's aber jetzt wohl doch. Deswegen, ah, da, oh, da ist natürlich gleich der 10 offen. Brauche Deckung! Da kommt er auf. Ah, jetzt hat der ES7 geschossen. Könnte hier auf die Kommando. Ach, schade. Kommt nicht durch, aber ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Und. Oh, nur schon 0-3 fürs Gegnerteam. Das ging fix. Ein Pass 10er, auf, ein 9er und ein 7er weg. Jetzt kriegt er den Abpraller wieder. Oh, jetzt kommt auch noch die Foch rum. Kettin! Hier hat er gleich mal einsetzen können. Oh, kommt. Oh, der Foch checkt's nicht. Nochmal. Ja. Schöner Hit. Foch hat scheinbar auf den T-34 hinter ihm geschossen. IS zieht sich jetzt wieder zurück. Jetzt hätte er natürlich gerne noch den Schuss auf die Foch. Aber da muss er aufpassen, weil sonst kriegt er gleich nochmal einen von der IS-7. Kriegt schon wieder den Abpraller. Und das ist natürlich einfach. Er ist einfach so verdammt hart. Das ist einfach so ein Ding bei dem Panzer, den man erstmal irgendwo knacken muss. Das ist auch für Zehner nicht immer ganz leicht. So, jetzt konnte auf den E50 gut wirken, der da erwartet hat, dass da keiner mehr kommt und guckt. 3 zu 6 für den Gegner. Also aktuell steht alles auf ein Loose. Jetzt supportet er dann hier drüben. Das ist jetzt auch ganz sinnig, weil da ist schon alles gefallen fast. Also da oben. Oder E50. Oh, jetzt E100. Da oben sind noch die drei, die warten aber und kommen nicht mehr weiter. Jetzt ist der E100 hier alleine und dementsprechend muss er dem irgendwie versuchen zu helfen. Zu 7. Jetzt muss man nur hoffen, dass der R100 nicht Besuch gleich Brauche kommt von Deckung! hinten. Jetzt ist guter Rat teuer, zu schnell, zu viel Pace darf er nicht gehen. Wir müssen Aber hier er muss auch raus! hier so ein bisschen den Druck erhöhen, dass der R100 nicht direkt gerusht wird. Hinter ihm kommt jetzt auch der IS-7 rum. Ist eine Alle Mann ganz zurück! doofe Situation jetzt eigentlich. Aber er konzentriert sich jetzt hier, den T-34 zu helfen. Der Focht taucht da auch wieder auf. Entdeckung! Oh,
3 zu 8. Heidewitzka. Jetzt kommst du auf den T69. Kann ihn dann guten Hit verpassen. Aber da muss jetzt mehr passieren. Da muss er drauf. Er geht weiter auf den T69, aber prallt leider ab. Er provoziert sehr, sehr gut die Abpraller. Der T69 prallt ab. Jetzt kommt der E50 von hinten. Jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er ihn nicht von beiden Seiten nimmt. E50 nochmal von hinten. EN100 hat den anderen T34 rausgenommen. Jetzt ist der Rat, nach vorne zu gehen, auf den T69, den vielleicht rauszunehmen, genau. Und jetzt auf den IS-7. IS-7 dreht sich nicht mit, kommt da schlecht, positioniert sich da schlecht. Er selber muss aber auch den Helm noch drehen. Zack, schnell einen Hit geben. Vielleicht ketten. Schade, nicht gekettet, aber zumindest mal den Hit. Der IS-7 dreht sich nur... Jetzt genau. Sehr schön. Nochmal den Hit gegeben. Der ES7 ist hier Gott sei Dank jetzt nicht der cleverste Spieler, aber mit Premium kommt er dann eben doch durch. Und jetzt müsste er ihn den Todesstoß geben und gibt ihn den Todesstoß. Er steht nur noch 9 zu 10. Ganz enge Chose. Plötzlich wird das Game deutlich spannender, als es irgendwo ausgesehen hat. Er selber hat aber auch nur noch 600 Struktur, also zwischenzeitlich der E50 hat ihn da gut zugesetzt und dann der Golddurchschuss vom IS-7 war auch nochmal kräftig. Also mit Hitpoints glänzt er jetzt auch nicht mehr. Jetzt fahrt er Richtung Mitte. So, was taucht da auf? Der ST. Ah, schöner Snapshot. Ganz wichtig, ganz schön. Objekt hier hat daneben geschossen. STB konnte hier mit dem klasse Snapshot rausgenommen werden. Beschwert sich auch direkt im Chat. Da oben ist er. Kommt er drauf. Sehr schöner Hit in die Seite. Da ist durchaus noch was drin. Beim Gegner kein Zehner mehr. 10 zu 10. Da würde er sich jetzt wünschen, dass er nochmal einen Hit bekommt, aber den bekommt er jetzt noch nicht. Er fährt weiter in die Mitte. Das Objekt ist raus. Ganz wichtiger Schritt und ganz wichtiger Milestone, würde ich schon fast sagen, in diesem Match hier. Da ist der IS. Da hat der Snapshot mal nicht funktioniert. Aber Gott sei Dank, IS-3 ist auch nur abgeprallt. Lädt wohl zu lang nach, kriegt da keinen Hit mehr drauf. So ist es. Bin ich sehr gespannt. Fahr da weiter oder... jetzt konnte der IS-3 auch nochmal wirklich den Hit setzen. Jetzt hat er nur noch 200 Struktur. Das ist nicht mehr viel. Nochmal der Snapshot nicht funktioniert, aber jetzt, Gott sei Dank, hat der IS-3 daneben geschossen. Mittlerweile T34-3 rausgenommen worden, Objekt 140 und hinten ist der T95 offen. Jetzt hat er die erhabene Position, jetzt kann er gut mit dem Turm arbeiten. Da dürfte der IS, wenn er es nicht clever macht. Oh, jetzt kommt er aber doch vor. Ah, IS-3, Gott sei Dank, schießt schon wieder daneben. Da hat er Glück. Jetzt kommt er hier gut vorne auf seinen Weakspot drauf. Ah nein, 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 jetzt hat er auf die Kette geschossen. 12 zu 11. Der Prototyp hat das Objekt rausgenommen. Jetzt auf die Kette, aber jetzt richtig geschossen. Jetzt ist er auch noch abgeprallt und der nächste Schuss dürfte ihm gehören. Und dementsprechend, wenn er das einigermaßen clever macht, nimmt er ihn raus. Jetzt hat er repariert. Und nimmt ihn aber raus. Sehr, sehr, sehr schön. Die anderen beiden Gegner sind in der eigenen Base. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich Richtung Cap fahren. Hat 5500 Schaden gemacht und ordentlich was abgeprallt. Sehr, sehr nice. Jetzt fahr Captain Junge und bring das Ding nach Hause im Zweifel. Aber ich denke, spätestens der T54 wird den T95 von hinten erledigen.
wenn es nicht der IS-4 macht, sieht man unten auf der Minimap noch ganz gut. T95 dürfte da jetzt keine Chance haben. Definitiv nicht gegen 2. Aber selbst wenn, er steht hier im Cap und das Game ist so oder so auf jeden Fall ein Win. Die Frage ist nur doch was. Das ist aber auf jeden Fall eine sehr schöne Runde vom ST. Da sieht man mal wieder, was dieser Panzer kann und wie gut er ist. Auf meiner Liste steht er auch noch recht weit oben. Und jetzt ist er auch raus vom T54. Dementsprechend hoffe ich doch, dass euch die Runde gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Und ihr wisst wie immer, lasst mir einen Kommentar, einen Daumen und sogar ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Alcaramba.